Ich wollte euch einen kleinen Haul geben von meiner neuesten Bestellung. Und dieses Kleid habe ich auch an Weihnachten getragen, weil es einfach so schön ist. Tada! Da nochmal ein Ergebnis. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute wieder mit. Ich bin ein bisschen leiser als sonst, denn Nils ist aktuell manchmal hin und wieder im Homeoffice. Heute ja, deshalb bin ich ein bisschen leiser, damit ich ihn nicht störe. Ich bin gerade aufgewacht, habe mich fertig gemacht und wollte jetzt erstmal Frühstück machen. Lass uns das mal direkt starten. Ich habe nämlich Hunger. So, ich habe jetzt hier mein kleines Brot. Ich wollte eigentlich erst so ein Omelette machen, aber es hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Jetzt ist es Rührei geworden. Ich habe auch 2 Portionen daraus gemacht, gebe Nils gleich noch was. Und ich habe mir einen Tee dazu gemacht. Ich versuche wie immer natürlich wieder kontinuierlich mehr zu trinken, weil ich es doch ab und an immer noch vergesse, genug zu trinken. Und Tee hilft mir da total. Und außerdem reduziert das, finde ich, auch meinen Kaffeekonsum. Also ich habe das Gefühl, wenn ich weniger Tee trinke oder gar keinen Tee trinke, dann habe ich schon eher so 2-mal am Tag Lust auf Kaffee. Aber jetzt aktuell trinke ich höchstens 1-mal am Tag Kaffee, manchmal auch gar nicht, weil ich halt so viel Tee trinke. So, Frühstück ist fertig, ich habe es ganz schön inhaliert, ich hatte ganz schön Hunger. Mein Tee ist auch ausgetrunken und jetzt räumen wir erstmal kurz ein bisschen auf. Ich stelle mich jetzt mal kurz mit euch hin. Zora ist übrigens auch da. Sie chillt auch mit, man sieht sie noch nicht so gut. Ich wollte euch einen kleinen Haul geben von meiner neuesten Bestellung. Und zwar habe ich einen neuen Online-Shop für mich entdeckt, den ich vorher noch gar nicht kannte, der aber total cool ist. Und zwar ist das Trendyol. Und da gibt es so eine riesen Auswahl an Produkten. Ich habe da echt ewig lang gebrowst und mir alles Mögliche angeschaut. Die Preise sind auch mega gut und es ist wirklich irgendwie für jeden was, für jeden Stil was dabei. Trendyol ist eine europäische Brand und ist dementsprechend auch in 27 europäischen Ländern verfügbar. Unter anderem natürlich auch in Deutschland. Deshalb jetzt der kleine Haul, den ich euch zeigen möchte. Ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Das erste Teil, ich weiß, vielleicht haben wir es uns auch schon ein bisschen satt gesehen von den letzten knapp 2 Jahren. Loungewear. Aber ich kriege nie genug von Loungewear. Ich trage die ehrlicherweise auch draußen und unterwegs. Deshalb habe ich mir einmal dieses Oberteil hier bestellt. Ich weiß, es ist sehr mie. Es ist mal wieder in so einem braunen, schönen, karamelligen, beigen Ton. Ich liebe ja solche Farben. Es ist einfach mein Favorite. Ich könnte meinen ganzen Kleiderschrank damit ausstatten. Und es hat hier so eine kleine Kapuze. Ich zeige euch natürlich auch alles einmal getragen, eingeblendet hier. Aber ich finde das richtig, richtig schön. Es hat so einen total stretchigen, weichen, nicht zu dicken Stoff, was mir wichtig ist, weil mir sonst immer zu Hause zu warm wird. Aber super bequem, also kann man perfekt zu Hause tragen, aber auch unterwegs. Ich finde, das sieht jetzt nicht aus wie etwas, was man nicht einfach auch mal so zu einer Jeans oder einer Leggings oder so kombinieren kann. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsteile der Bestellung, weil ich sowas einfach mega liebe, ihr wisst es ja. Aber ganz ehrlich, ich war sehr gut. Ich habe nicht nur in diesem Farbschema gekauft. Ich zeige euch jetzt direkt auch mal einen Pulli, der etwas anders ist für meine Verhältnisse, aber den ich sehr cool fand. Und zwar ist das dieser Pullover hier einmal. Der hat so ein bisschen so ein Art Blockfarben, ganz viele verschiedene, auch mit so ein bisschen braun, hier aber auch blau, beige, ist auch ein bisschen grün mit drin. Also hat einige unterschiedliche so Farben und Muster, aber ich finde es irgendwie sehr cool. Der fällt auch so oversize, ist so ein bisschen dicker, also so richtig strickmäßig, kann man auf jeden Fall gut jetzt im Winter tragen bei der Kälte. Der fällt super schön. Ich finde, der hat so einen angenehmen oversized Fit, aber sieht irgendwie nicht zu kastig aus. Kennt ihr das? Also oft, wenn ich so oversize Sachen kaufe, dann fühle ich mich darin so ein bisschen so manchmal so kastig. Und das ist halt bei dem Pulli überhaupt nicht der Fall. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich mir den ausgesucht habe, obwohl er gar nicht in mein normales Schema so fällt. Der Stoff ist auch wieder super schön. Also Qualität würde ich komplett vergleichen mit all den anderen Shops, wo ich normalerweise kaufe. Ein weiterer Pulli, der etwas mutiger ist von der Farbe, den ich aber auch sehr schön finde, ist dieser hier. In einem sehr knalligen Pink.
Pink, was ich aber irgendwie geil finde. Ich finde, sowas sieht gut aus mit einer schwarzen Leggings einfach oder auch mit einer Jeans, zum Beispiel so einer bisschen helleren Jeans finde ich toll. Ich glaube, so kombiniere ich euch das auch mal in dem Clip. Und der hat hier so einen leichten, entspannten Kragen, also der fällt jetzt nicht so zu eng oder irgendwas. Hat so ein bisschen so einen V-Ausschnitt, was ich auch sehr liebe. Ich mag V-Ausschnitte sehr. Ist auch wieder so Oversize-mäßig, fällt so ein bisschen länger, also super, super bequem. Kann man gut zu Hause tragen, gut unterwegs tragen. Der ist auch so eine gute Zwischendicke, also ist nicht ganz so dick wie der davor. Ich werde den auf jeden Fall heute, glaube ich, mal anziehen. Wenn ich rausgehe, ich mache nämlich aktuell so eine kleine, für mich persönlich so eine kleine Challenge, dass ich einfach jeden Tag mindestens einmal rausgehe und einen kleinen Spaziergang machen will, weil es mir tatsächlich häufig passiert, weil ich ja von zu Hause aus arbeite, dass ich gar nicht rausgehe. Deshalb ziehen wir uns das später mal an und machen einen kleinen Spaziergang damit. Ein weiteres Teil ist dieser rote Rollkragenpulli. Der hat hier, wie ihr seht, so einen höheren Kragen. Und der ist nicht ganz so lang, also nicht ganz so oversized, eher so True Fit, würde ich sagen. Aber ich könnte auch eine Größe größer nehmen, da wäre es vielleicht ein bisschen mehr noch lockerer. Aber ich finde den eigentlich ziemlich schön. Ich finde vor allem an dem sehr wichtig, weil es ist mir bei Rollkragenpullis extrem wichtig, dass die nicht kratzen oder unangenehm sind. Und das ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Der Stoff ist wirklich sehr weich und angenehm. Also ich bin wirklich positiv überrascht von der Qualität der ganzen Produkte. Die Stoffe sind wirklich schön. Und dann zu meinem Lieblingsteil, dieses Holz. Ich warte schon etwas, diesen Haul für euch zu machen. Ich hatte die Sachen tatsächlich schon an Weihnachten da. Und dieses Kleid habe ich auch an Weihnachten getragen, weil es einfach so schön ist. Ich habe es total geliebt. Ich habe es schon mehrmals angehabt, weil ich es einfach so toll fand. Ich habe es zu Weihnachten angehabt und ich habe es dann auch nochmal direkt schnell gewaschen und zu meiner Weihnachtsfeier mit meinen Freunden nochmal wieder angezogen, weil es so schön ist. Und zwar ist es einmal dieses, wie sagt man so, Bordeaux-Rot. Es ist so ein bisschen sowas zwischen Rot und Lila, würde ich sagen. So eine dunklere Farbe etwas. Aber super schön, hat hier oben so kleine Rüschen im Ausschnitt. Auch einen etwas größeren Ausschnitt, was ich finde, kann man ruhig mal machen. Kann man jetzt so auch noch ein bisschen zuklippen, wenn man es nicht ganz so offen haben möchte. So ein etwas transparenter Stoff hier an den Ärmeln, super schön. Und hier auch ist so ein transparenter Stoff drüber, aber natürlich hier auch so ein dichter Stoff drunter, damit man natürlich nicht durchsehen kann. Ich liebe solche Kleider und ich habe aber tatsächlich Schwierigkeiten, solche Kleider immer zu finden. Ich habe ja eine etwas größere, großzügigere Oberweite und das ist manchmal schwer mit Kleidern, weil oft, wenn ich die so habe, dass sie überall anders passen, passen sie hier oben rum nicht, sind zu eng. Aber wenn ich sie noch größer kaufe, sind sie überall anders zu groß. Ich werde es auch nur bei einigen Gelegenheiten, glaube ich, anziehen, weil es einfach auch so ein Kleid ist, was man vielleicht auch so ein bisschen mit Boots oder so, kann man es ein bisschen runtertonen, aber man kann es auch ziemlich schick ein bisschen aufbrezeln und ein bisschen schicker tragen. Das liebe ich immer an Kleidern, wenn man die so ein bisschen zu allen möglichen Gelegenheiten tragen kann. Weil ich finde, wenn ich so ein Kleid habe, was einfach nur schick ist, dann wird es meistens nur in meinem Kleiderschrank hängen und ich werde es kaum tragen. Aber das hier könnte ich zum Beispiel auch mit einer dickeren Strumpfhose oder so und Boots kombinieren und irgendwie einer dickeren Jacke und jetzt auch vielleicht noch im Winter anziehen. Absolutes Lieblingsteil der Bestellung. Okay, ich gebe es zu. Eine weitere Sache habe ich noch in meinem typischen Farbschema. Und zwar ist das dieser Pulli. Der ist einfach so schön gewesen. Der musste einfach mit. Der hat auch wieder so einen schönen cremefarbenen Ton, eigentlich auch sehr ähnlich wie der, den ich euch vorhin gezeigt habe. Bisschen karamellig, hat dann halt noch oben diese schwarzen Details und hat auch einen V-Ausschnitt, was ich ja wie gesagt sehr liebe. Und den habe ich leider aus Versehen in einer Größe zu klein bestellt, deshalb fällt er bei mir ein bisschen enger, als er auf der Webseite aussieht. Aber nicht so schlimm, ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Der ist auch noch mitgekommen. Hier unten, da seht ihr auch noch diesen kleinen schwarzen Rand. Ich mag das manchmal, wenn es hier so kleine Schlitze gibt. Ich finde, dann fallen die immer ein bisschen schöner und der Pulli ist auch wirklich sehr schön. Mehr so einen dünneren Stoff, was mir aber sehr gefällt. Und ja, der ist auch noch mitgekommen. Also ich bin, wie ihr gemerkt habt, sehr positiv überrascht von meiner Bestellung und kann euch Trendyol auf jeden Fall nur empfehlen. Ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen. Über meinen Link in der Infobox kommt ihr zur Seite und könnt dort Rabatte von bis zu 50% finden. Also da gibt es oft einige richtig coole Aktionen. Es lohnt sich total mal vorbeizuschauen. Die Produkte sind wirklich sehr schön, sehr qualitativ und eben preis-leistungsmäßig mega. Also wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Link findet ihr in meiner Infobox. Und schreibt mir bitte gerne mal, welches euer Lieblingsteil meiner Bestellung ist. Es muss nicht das gleiche sein wie meins. Ihr könnt mir auch ein anderes schreiben. Ich finde alle Teile schön. Sora lag einfach die ganze Zeit hinter mir. Hast du das hier bequem gemacht? Ich hatte erst die Wohnzimmertür zugemacht, damit Nils nicht gestört wird, wenn ich jetzt drehe. Und Sora war im Schlafzimmer und kaum mache ich die Tür zu, höre ich von außen so, miau, miau. Holst du doch mit rein, ne? Willst du doch immer durch die verschlossene Tür. Oh. Baby. Ich werde mich jetzt anziehen und meinen Daily Spaziergang machen. Es geht nämlich bald die Sonne unter und ich würde noch im Hellen spazieren gehen. Und es ist eigentlich auch gerade relativ schönes Wetter. Heute Morgen war es ultra nämlich. Aber mein Pulli angezogen
Und jetzt kann es losgehen. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich lang gehe. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, an der Drogerie vorbeizulaufen, weil wir auf jeden Fall Seife brauchen. Und ich könnte auch mal wieder nach einer neuen Mascara gucken. Mal schauen. Ich werde einfach ein bisschen stöbern, glaube ich. Und ein bisschen umherlaufen, gucken, wo ich lande. Kleines Update. Bin nach Hause gekommen, habe ein paar Sachen bei Rossmann gekauft gehabt. Es war einfach irgendwie so 30% auf fast alle Make-up-Marken. Und ich war so, ich sollte hier wohl reingehen. Nein, ich habe nicht so viel gekauft. Ich brauche eigentlich gar nichts. Aber ich habe eine neue Mascara gekauft. Das brauchte ich ohnehin. Und ich habe endlich mal dieses übelst gehypte L'Oreal Puder-Make-up gekauft. Was ich schon einmal gekauft hatte, aber in der falschen Farbe. Und nie in der richtigen gefunden habe, weil die Hälfte irgendwie immer ausverkauft war. Jetzt gab es den, jetzt will ich sie auch endlich mal testen. Jetzt chill ich kurz. Ich habe heute ein paar mehr Schritte gemacht auf jeden Fall. Vielleicht so 1000 mehr oder so als gestern. Also schon mal kleine Steigerung, immer gut. Und dann mache ich gleich jetzt mal Abendessen. Ich nehme euch mit. Ich habe euch ja eh schon so ein bisschen gezeigt, was wir heute gegessen haben. Also gut, ich habe zum Mittag nochmal so eine Scheibe Brot gegessen. Einfach mit was anderem drauf. Und jetzt koche ich heute Abend. Es gibt Lachs mit Gemüse und Reis. So, wir beginnen mit Reis kochen. Okay, ich habe versagt. Ich habe versagt, es tut mir leid. Ich habe einfach komplett aufgehört zu filmen, nachdem ich den Brokkoli gemacht habe. Keine Ahnung warum, aber das hier ist das Ergebnis. Lachs, Reis. Ich habe den Reis ein bisschen angebraten mit Knoblauch, bisschen Salz, Petersilie. Und den Brokkoli habe ich einfach ganz normal gekocht. Und den Lachs habe ich in so einer Art Soße. Ich habe mir so ein Rezept online rausgesucht. Das war so mit Honig, Knoblauch, Sojasauce, so ein Kram. Aber ich verlinke euch das Rezept einfach in der Infobox, dann könnt ihr einfach nachschauen. Aber ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich sag's euch später. Tada! Da nochmal das Ergebnis. Ich habe es sogar auch ein bisschen dunkel werden lassen und hätte ein bisschen mehr auf das Rezept hören sollen. Aber ich habe es ein bisschen selbst. Ne, ich mache immer so ein bisschen mein eigenes Ding und manchmal geht es halt schief. Aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Hallo, hallo. Schon ist der Tag wieder vorbei. Ich schmink mich wieder ab. Wir haben gegessen. Es war tatsächlich lecker. Es war nicht perfekt. Ich werde es noch ein bisschen optimieren, aber es war gut. Ich verlinke euch, wie gesagt, das Rezept einfach mal in der Infobox. Ich habe es aber auch, ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen improvisiert. Also vielleicht wäre es noch besser geworden, wenn ich es wirklich komplett nach Rezept gemacht hätte. Aber es war lecker und ich wollte euch noch fragen, ich habe so einen Räuchertofu gekauft, bin irgendwie im Supermarkt letztens gesehen und dachte, es klingt irgendwie interessant und weiß aber nicht so richtig, was ich damit am besten kochen soll. Also wenn irgendwer von euch Empfehlungen hat für so, wie man am besten Räuchertofu verarbeitet, wozu das am besten passt, schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Generell, ich fand es letztes Mal ziemlich witzig, dass so viele Schneeflocke kommentiert haben, weil ich gesagt hatte, die bis jetzt dran geblieben sind, mal bitte eine Schneeflocke kommentieren sollen. Deshalb heute machen wir es mal so, dass die, die jetzt noch dran sind, die das hier gerade noch hören, kommentiert bitte mal euer liebstes Abendessen, also was ihr so abends am liebsten esst. Ich versuche nämlich gerade auch so vor allem gesunde Rezepte, ihr müsst nicht unbedingt gesunde Rezepte kommentieren, aber ich versuche momentan ein bisschen so neue gesunde Rezepte so für uns zu entdecken, die wir nicht schon irgendwie tausendmal gegessen haben oder die nicht so super langweilig sind oder so. Und da kann ich immer gut Inspiration gebrauchen, also kommentiert mir das sehr gerne mal, falls ihr bis hierhin in diesem Video gekommen seid. Ich meine, so ein bisschen Hautpflege, wie ihr vielleicht seht, ist meine Haut hier unten seit einer Weile ein bisschen am Ausrasten. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich versuche ein bisschen dagegen vorzugehen. Ansonsten komme ich eigentlich momentan sehr gut mit meiner Hautpflege klar. Aber manchmal gibt es halt immer noch so Phasen, wo die Haut ein bisschen macht, was sie will. Und jetzt nochmal ein Waschgel. So, ich werde mir jetzt nochmal eincremen. Und das alles. Und dann werde ich es einziehen lassen. Und dann nochmal auf so zwei kleine Stellen, die hier gerade ein bisschen akuter sind, nochmal so einen Pickelpatch drauf machen, damit ich es bis morgen nicht irgendwie noch viel schlimmer wird. Um das so ein bisschen einzudämmen. Bin übrigens froh, dass ich mir diese kleine Challenge gestellt habe, mit dem jeden Tag einen kleinen Spaziergang mindestens zu machen, weil es irgendwie richtig schön ist, jeden Tag noch ein bisschen aus dem Haus zu kommen. Ich nehme mir jetzt auch so ein bisschen bewusst die Zeit einfach dafür und während ich unterwegs bin, mache ich auch manchmal noch so Sachen am Handy oder irgendwie zum Beispiel schneide noch einen Reel oder mache eine Story oder irgendwie so, sodass ich irgendwie trotzdem, wenn ich was zu tun habe, halt trotzdem neuen Spaziergang machen kann. Aber es ist irgendwie schön, halt jeden Tag nochmal wirklich frische Luft zu kriegen. Weil es tatsächlich häufig mal vorkommt, dass ich irgendwie den ganzen Tag lang nicht rausgehe oder so, weil ich halt von zu Hause aus arbeite und keinen großartigen Grund habe, rauszugehen. Dadurch kriege ich manchmal den ganzen Tag lang keine frische Luft oder keine Bewegung so richtig.
Und das ist nicht gut. Deshalb will ich mir das wieder angewöhnen, wenn ich schon nicht mich irgendwie großartig bewege, an dem Tag wenigstens einen Spaziergang zu machen. So, nochmal eine zweite Creme. Und dann können gleich die Pickle Patches kommen. Ich benutze übrigens mittlerweile, ich hatte euch ja die auch mal gezeigt, die ich mal geholt habe, diese vom DM, die so relativ wenige für das Geld waren und die ich aber sehr gut fand. Dann habe ich mir mal auf Amazon so ein größeres Pack bestellt mit so viel mehr für viel weniger und wollte euch ein bisschen ein Feedback dafür da lassen. Ich finde allerdings, dass die von Amazon nicht so gut sind, wie die ich von DM hatte. Ich benutze sie trotzdem, aber sind tatsächlich nicht ganz so gut, was ich schade finde, weil ich habe nämlich keinen Bock, immer diese super teuren kaufen zu müssen. Das hier sind die teureren, die ich aber tatsächlich ziemlich gut finde. Das sind diese von Kohl's RX. Weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden. Und das hier sind die von Amazon, die ich mal bestellt hatte. Finde ich auch okay, aber sind tatsächlich nicht ganz so gut wie die, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht teste ich mich auch noch so ein bisschen weiter rum. Ich benutze jetzt erstmal die weiter, weil ich davon halt so viele gekauft habe. Ich habe schon das Gefühl, dass die ein bisschen was bringen, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht so schnell was bringen wie die anderen. Aber ich habe halt ein größeres Pad bekommen und dadurch habe ich viel mehr und muss nicht so sparsam sein. Wir gucken, wie es morgen ist. Vielleicht wenigstens ein bisschen besser oder zumindest nicht schlimmer. Naja, jetzt habe ich lange genug darüber gelabert. Ab ins Bettchen. So, ich beende den Abend jetzt noch mit ein bisschen Desperate Housewives und dann wird geschlafen. Hey, ich wollte mich nochmal melden. Es ist der nächste Morgen. Ich sitze schon am Videoschneiden. Und wollte euch nochmal sagen, dass ich mir einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen würde. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne einen Kommentar. Denkt daran zu kommentieren, was euer liebstes Abendessen ist, was ihr aktuell gerne kocht. Gerne auch gesunde Rezeptideen so für abends. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Den Link zu Tranioli findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da nehme ich euch auch daily mit. Und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video.